ist Barbecue nichts anfangen können. Fahren hier alles Holz in der Nähe. Ich bin wieder zurück. Das Mädchen. Es ist gerettet. Ich habe es geschafft. Oh Gott. Feuer! Das ganze Schiff wird bald in Flammen stehen. Warum erst jetzt? Lex, ich muss zu ihm. Das ist die ganze Zeit, dass schon eine Holztäfelung rings um den Ofen. Warum ist denn jetzt gerade ein Feuer? Da bist du ja. Ich dachte, du wärst tot. Die Dämpfe. Sie können völlig die Sinne vernebeln. Mir ist nichts geschehen. Lex, ich habe... Ich kann mich kaum bewegen. Wenn du nicht gekommen wärst. Aber nun bin ich hier. Hör zu, das Mädchen... Jetzt wissen wir es sicher. Das Schiff ist verflucht. Der Haken, hast du ihn? Können wir das Boot bewegen? Jetzt hör mir zu! Was? Das Schiff brennt! Wenn das Feuer die Ethanolfässer erreicht, wird das Schiff explodieren. Danke, dass du zurückgekommen bist. Ansonsten wäre ich hier sicher gestorben. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell. Hast du den Haken? Ja. Hier. Bitte, hilf mir. Alleine schaffe ich das nicht. Warte, ich helfe dir. Kapitänskajüte nehme ich an. Quatsch. Steuer. Hättest du schon früher mal sein können. Wir müssen uns beeilen. Befestige den Haken, damit wir fliehen können. Aber wir brauchen unbedingt Trinkwasser. Vorher können wir nicht von Bord gehen. Na, ein Glück. Das frische Wasser sollte ich lieber nicht verschwenden. Nicht mit ihm verschwenden, die Halskette mal gucken. Das ist das Amulett von Fiona. Sie muss es wohl auf dem Schiff verloren haben. Wir müssen eh nochmal runter. Ach du Scheiße. Wir müssen erstmal das runterlassen. Warum ist eigentlich die Kiste da unten? Die nie dann zu sehen ist, die hier genau in der Tür. Ich verstehe. Wir haben nichts angebrannt. Was haben wir? Wir haben Wasser abgepumpt. Das Wasser hat wohl davor das Ganze gekühlt. Also als Kühlung gleichzeitig lief das. Das ist eine wirklich Zusammenstellung seltsamer Ereignisse, die hier passiert. Ich hoffe, dass der Ofen nicht ganz noch brannte. Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst. So, jetzt können wir den Haken ans Kran zeigen. Ich habe den Haken an der Kette befestigt. Damit sollte ich das Rettungsboot nun zu Wasser lassen können. Oh, jetzt haben wir... Ah, Mist, ich wollte nicht die Aufgaben anschauen, Entschuldigung. Das kriegen wir auch ohne so eine Hilfe. Wir haben Wasser gefunden. Jetzt kommen wir nicht mehr runter. Wir haben alles gemacht und... Stimmt, die Wasserflaschen waren... Hast du Trinkwasser besorgt? Ja. Hier ist es. Warte mal. Was ist das denn? Das ist doch Rattengift. Oh, das Schlafmittel, das Fiona den Matrosen verabreicht hat, ist bei den Flaschen dabei. Schlafmittel? Was redest du da? Das ist Rattengift. Nein, ich habe es doch gesehen. Fiona hat es in den Topf getan. Aber da sah es etwas anders aus. Wir haben keine Zeit herauszufinden, was du vielleicht gesehen hast und was nicht. Das Wasser ist wichtig und das haben wir. Los, an den Kran. Okay, sie hat die Besatzung vergiftet. Warum war der Doktor? Weil er nicht mitgegessen hatte. Uiuiui. Moment, gibt es da verschiedene Enden? Das ist ja interessant. Okay, also wir ziehen jetzt einfach das Seil hoch. Nämlich jetzt wird was passieren, das ist an Zufälligkeit gar nicht zu überbieten. Wir ziehen das Seil jetzt vorne, also nach vorne. Und wenn wir das dann nach links heben, wird dieser Haken sich verhaken an dem Rettungsseil und dadurch... Ach, oh, das ist doch... Wenn das nach jetzt funktioniert, bin ich ja hellauf begeistert. Also es, eigentlich kann es nicht funktionieren. Das ist ja ein großer Zufall. Nach links. Genau, in die kleine Öse rein. Bestimmt. Leichen. Oh Gott. Tote, gekrümmte Körper. Oh mein Gott. Das sind vier Tote. Die ganze Besatzung. Nur der Doktor nicht. Sie sind in dem Rettungsboot gestorben, bevor sie hinabgelassen werden konnten. Und sind nackt, ohne ihre Kleidung. Warte mal kurz. Was sagtest du über deine Vision? Mit dem Rattengift? Fiona. Nein, sie hat nicht... Sie hat diese Männer vergiftet. Deswegen haben sie es nie von Bord geschafft. Nein, Fiona hat sie nur betäubt.
Mit dem Schlafmittel. Das war kein Schlafmittel. Sie hat alle getötet. Du hast in deinen Visionen eine Mörderin gesehen. Ich hab sie doch gerettet. Vor dem Arzt. Er wollte sie verbrennen. Hör auf damit. Öffne die Augen. Das Mädchen hat sie getötet. Sie ist endlich ein. Und sie hat auch den Arzt getötet. Wer weiß, ob er wirklich ein böser Mensch war. Vielleicht war er hier, um dem Mädchen zu helfen. Und wegen dieser Geschichte ist der Khan hier ganz bestimmt verflucht. Sie wollte doch nichts Böses. Wir müssen von hier weg. Das Schiff macht alle verrückt. Mary Celeste? Was hast du gesagt? Es steht auf dem Boot. Heißt so dieses Schiff? Das ist unmöglich. Die Mary Celeste ist spurlos verschwunden. Wovon redest du da? Sie war eine Brigantine. Es ist über 10 Jahre her, dass sie irgendwo im Atlantik spurlos verschwunden ist. Ich bin mit einigen alten Seefahrern unterwegs gewesen, die behaupteten, sie gesehen zu haben. Als Schatten im Nebel. Aber wer sein Schiff wendete, um der Erscheinung zu folgen, fand sie nicht. Geisterschiff. Zehn Jahre her, dass sie verschwand. Die Leichen sind mumifiziert, sie haben keine Kleidung mehr an. Dafür finden wir aber noch Essensreste. Und sonst relativ gut alles in den Räumlichkeiten und das Feuer brennt noch. Ist das Mädel vielleicht nie hier weg gewesen? Aber selbst die Kohlenwerdungen ausgegangen. Nee, das geht nicht. Und das ist die Besatzung? Bist du sicher? Schau sie dir an. Die sind alle seit vielen Jahren tot. Ein Schiff, das seit über 10 Jahren verschwunden ist? Ja. Und deine Geschichte von Fiona scheint zu stimmen, Anna. Es ist gut zu wissen, dass ich nicht umsonst an dich geglaubt habe. Wer also ist Fiona? Was du erzählt hast, ist wirklich passiert, hier auf der Mary Celeste. Daher ist eigentlich die wichtigste Frage zur Lösung dieses Rätsels. Wer bist du? Was? Woher weißt du, was mit Fiona geschehen ist? Ich hatte diese Visionen. Aber warum ausgerechnet du? Alles scheint mit dir zusammenzuhängen. Ich habe keine Geister gesehen. Und auch keine kleinen Mädchen. Na, du warst nicht ganz sicher. Weil... Wie viele Jahre sagtest du, ist das alles her? Bestimmt 12 oder 13 Jahre. Wieso? Wie alt war ich damals? Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich muss etwa 7 oder 8 Jahre alt gewesen sein, als dieses Schiff verschwunden ist. Ich war ein Kind. Ein kleines Mädchen. Nein. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Hättest du mal hier aufgemacht. Tja, was sieht denn den so ähnlich aus? Das war ich. Das war alles. Ich. Wovon redest du? Ich bin Fiona. Ich habe das alles getan. Ich bin schuld. Aber du heißt nicht Fiona, du heißt... Anna. So hat mich mein Ziehvater genannt, nachdem er mich adoptiert hatte. Er hat mir nur gesagt, dass ich ein Schiffsunglück überlebt hatte. Aber was davor war, daran konnte ich mich nie erinnern. Wie ist sie runtergekommen? Anna, wir müssen hier runter. Sofort. Sonst werden wir sterben. Ich kann mich an meine Familie erinnern. Anna! Das Haus in den Kolonien. Es hat gebrannt. Ich weiß, es ist jetzt schwer für dich. Aber an eine Sache kann ich mich nicht erinnern. Einen Bruder. Ich glaube nicht, dass ich einen Bruder hatte. Wer war die Stimme, die hinter der Wand zu mir gesprochen hat? Wer oder was war die Stimme? Lex. Lex! Was ist, Anna? Wir wissen jetzt, wer ich bin. Aber wissen wir auch, wer du bist? Ich habe keine Ahnung, von was du verdammt nochmal redest. Ich weiß, wovon du redest. Was? Was? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ah, guck mal, was Entscheidung. Irgendwas stimmt hier nicht. Tut mir leid, ich muss dir vertrauen. Wir machen erstmal die Vertrauensfrage. Es tut mir leid. Ich muss dir vertrauen. Anna, hör auf damit, verdammt nochmal. Du machst mir Angst. Meine Eltern. Ich kann mich an sie erinnern. Aber nicht an meinen Bruder.
Und Fiona hat ihn nie gesehen. Nur seine Stimme gehört. Es gab ihn nicht. Er war nur in ihrem Kopf. Wir müssen hier weg. Die Zeit drängt. Lass mich nicht zurück. Die Stimme war nicht die Stimme meines Bruders, sondern die des Schiffes. Mein Bruder hat es nie gegeben. Nur eine Einbildung. Charitieren wirklich nicht mehr auseinander. Lex, ich brauche deine Hilfe, damit ich hier weg. Lex, ich brauche deine Hilfe, damit ich hier wegkomme. Anna, du bist wirklich verwirrt. Sieh dich um. Das Schiff brennt. Und alles, was zählt, ist, dass wir beide sofort durch die Tür dort gehen und das Schiff verlassen. Wir beide. Du und ich. Hör auf. Hör auf zu reden. Vertrau ihm. Du bist nicht real. Ich weiß nicht, ob du real bist. Ich vertraue dir, aber ich scheine den Verstand zu... Ah, okay, das ist diese Dreier-Entscheidung jetzt. Also, wie vermutet, da Lex uns auch nie aktiv geholfen hat... Wir das Amulett behalten, bei dieser Schatulle benutzt. Was hätten wir dann gesehen? Das wäre echt lustig gewesen. Da befreien wir den mit von dem Schiff. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie sind wir denn von dem Schiff entkommen, Himmels Willen, damals? Oder sind wir die ganze Zeit drauf geblieben? Das war einfach nur unsere Erinnerung. Wir sind immer wieder in das Wasser gesprungen. Nur wir sind mal angekommen. Das sind mehrere Durchläufe erlebt, auf dass wir... Deswegen sind wir nie entkommen. Ja, irgendwie sowas muss es sein. Okay, wir machen erstmal die Trustworthy-Sache. Wir vertrauen Lex, okay? Ich kann nochmal laden und die anderen hinten machen. Ich vertraue dir, aber ich scheine den Verstand zu verlieren. Das Ethanol! Es müssen die Dämpfe aus den Fässern sein, die das mit dir machen. Komm zur Vernunft, bevor uns das Schiff um die Ohren fliegt. Komm zur Vernunft. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann dir nicht helfen. Du musst mir helfen. Konzentriere dich und sei stark. Ich habe dir schon einmal den Weg gezeigt. Anna, hör mir zu. Das ist alles real. Du, ich, meine Schmerzen. Ich wünschte, wir würden uns das alles hier nur einbilden. Aber glaub mir, wir sind in großer Gefahr. Hilf mir endlich ins Boot. Wir müssen weg. Du bist nicht real. Ich werde dich schon hier ins Boot lassen. Für immer. Du existierst nicht. Es muss auf die Schüsse. Ich gehe, du bleibst. Ich muss dich auslöschen mit diesem Revolver. Ich glaube dir, ich werde dich mitnehmen. Komm. Ich glaube dir. Wir machen erstmal die Trust. Ich werde dich mitnehmen. Natürlich wirst du mich mitnehmen. Wäre ja noch schöner. Also los. Okay. Gut. Gehen wir. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Da wir relativ spät die Entscheidung haben, würde ich das diesmal wirklich so machen. Meine erste Entscheidung wäre es nicht, um ehrlich zu sein. Mumifiziert, das ist irgendwie. Nein, Ding. So sieht aber kein Schiff. Ja. Okay. In einem Feuer sind die gestorben und die Tochter wandelte durchs Haus. Gouverneur. Okay, jetzt wird der Doktor beschrieben, der Juanes. Gehirndoktor. Doktor Psychologie. Der hat Fortschritte gemacht. Und traumatische Kinder sich. Captain Magazine Ship Rescues Child. Okay, die haben ein Kind gerettet. Ein Segelschiff hat ein Kind auf dem Meer gerettet. Ist auf komischen Umständen, aber wo? Wie? Die Mary Celeste wird gesucht. Seit einem Jahr verschwunden. In Hamburg übrigens. Warum ist das Englisch in Hamburg? Egal. Ab und zu nur gesichtet. Jetzt wiederholt sich's.
Also, lass uns mal kurz dieses Ende. Nee, komm, wir spielen mal ganz kurz die anderen Enden. Ich will mal wissen, wie da das abläuft. Dann bilden wir uns mal eine Meinung. Ich werde mal vorwärts klicken. Ich hoffe, das geht. Wir müssen das Seil hochziehen. Das beschleunigen. Okay, bevor wir nach links gehen, speichere ich es nochmal ab, dann können wir das dritte Ende sehen. Also so ein Ende, wo wir so mich hin und her gerissen sind. Und dann noch das Ende, wo wir ihn hier lassen. So, jetzt bitte nach links bewegen. Da hat der echt was gut gemacht. Leichen! Oh Gott! Tote, gekrümmte Körper! Die alle 1:1 gleich aussehen, obwohl durchaus unterschiedlich waren. Die ganze. Ja, da konnte er mal aufstehen. Sie haben. Na, das. Ich. Hör. Und wegen die. Sie wollte doch. Wir. Mary. Was ist. Es. Er sieht. Wenn es bei Leer so 4 wären, wäre das wirklich so, dass wir die ganze Zeit diesen Zeitschleifer haben. So. Das ist doch Unsinn. Das kann niemals die Mary Celeste sein. Alles spricht dafür, dass sie es ist. Ein Schiff, das seit über 10 Jahren verschwunden ist? Ja. Und eine Geschichte von Fiona. Ich glaube, jetzt ist es wieder ähnlich. Ich verstehe das. Es sind genauso viele Leichen da draußen, wie Fiona vergiftet hat. Kapitänskajüte liegt ja die Passagierliste. Nur der Doktor fehlt. Der wurde verbrannt. Und seine Asche hast du im Maschinenraum gefunden. Damit passt alles zusammen. Du hast doch nicht erzählt, dass es wirklich passiert hast. Hier auf der Mary Celeste. Daher ist eigentlich die wichtigste Frage, wer. Also man kriegt so Gerüchte mit, ob sie ihm alles erzählt hat. Wieso? Das war ich. Ich. Damit. Anna. Er hat. Aber bis. Anna. Ich. Anna. Das hat. Ich war. Aber an einen. Wer. Wer. Lex. Wer. Ich habe. Ich weiß. Was? Was? Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit dir stimmt etwas nicht. Deine Erinnerungen machen dir ganz schön zu schaffen. Du kennst meine Erinnerungen. Was zur Hölle redest du da? Uns fliegt gleich das ganze Schiff um die Ohren. Du hast nie viel über dich erzählt. Anna, was ist los? Sieh mich an. Was ist los mit dir? Warst du damals schon hier? Warst du schon immer hier? Anna, hör auf damit, verdammt nochmal. Du machst mir Angst. Meine Eltern. Ich kann mich an sie erinnern. Aber nicht. Und Fiona. Es gab ihn. Wir müssen hier. Lass mich. Meinen Bruder hat es nie gegeben. Nur in meiner Einbildung. Anna, du bist wirklich verwirrt. Sieh dich um. Das hat man schon. Und alles, was zählt, ist, dass wir beide sofort durch die Tür dort gehen und das Schiff verlassen. Wir beide. Du und ich. Hör auf. Vertrau. Du bist nicht real. Das Ethanol! Es müssen die Dämpfe aus den Fässern sein, die das mit dir machen! Komm zur Vernunft, bevor uns das Schiff um die Ohren fliegt! Komm zur Vernunft! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann dir nicht... Ich habe dir schon... Anna, du! Ich wünschte, wir sind in... Hilf mir! Okay. Du bist nicht real. Ich werde dich und diese Vision hier an Bord lassen. Für immer! Anna! Natürlich existiere ich! Bist du wahnsinnig geworden? Du kannst mich nicht mehr von meiner Entscheidung abbringen.
Und das nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Na los, worauf wartest du noch? Was anderes kommen. Echt jetzt? Kommt, da kommen wir an die Zeitungsausschnitte, oder? Also wir wissen definitiv, das Mädchen war traumatisiert nach diesem Brand in dieser Villa gewesen. Der Doktor hat sich ihr angenommen, aber hat nichts Gutes für sie im Sinne, er wollte an das Geld rankommen. Auf diesem Schiff, die waren Alkoholschmuggler, der César wollte sich an ihr vergehen. Und wir haben eine Stimme gehört von einem Bruder. Dann haben wir das Gift genommen, haben die vier Leute vergiftet, die sich aufs Rettungsboot geschleppt haben. Der Doktor nicht, den haben wir verbrennen lassen. Und sind dann irgendwie ohne Boot das See vielleicht auf irgendwas rumgeschwommen, auf Pantoffeln nehme ich an, wurden aufgegabelt. Und hatten die ganzen Jahre keine Probleme mit diesem Bruder, wurden neu genannt und es ging es gut. Dann kam es zum Schiffunglück und wir befinden uns wieder genau an diesem Geisterschiff, auf diesem Geisterschiff. Und mit uns zusammen dieser Lex. Wir machen alle Aktionen relativ selbstständig, er gibt uns wenig. Aber er muss ja schon mehr als ein Geist sein. Oder haben wir da uns doch einen Revolver in die Tasche gesteckt und wussten das nicht, dass wir einen Revolver haben, sodass wir den dann in dem einen Moment hatten. Und wir haben ja auch interagiert. Wir haben ja auch angefasst, er hat uns auch angefasst. Es ist nicht nur so, dass ein Geist immer sieht, sondern wir konnten auch physisch mit ihm interagieren, zumindest unsere Vorstellung. Und was ist das für ein Zufall, dass wir nach den ganzen Jahren nochmal auf dieses Schiff kommen? Und was bringt es diesem Geist, wenn wir ihn mit rauslassen? Dass wir ihn dann mitnehmen und dann überall weiter... Sozusagen, dass wir diesen Geisteszustand auch weitertragen, dass er in uns überlebt und auch weiterhin scheinbar sich rächen möchte, für uns da sein will und alle anderen töten möchte. Mysteriös. Also ich hätte auch durchaus damit leben können. Ne, kurz noch eine Sache, bevor ich das dazu sage. Ich finde es immer noch seltsam, dass das Schiff zusammengezimmert ist. Aber es ein Geisterschiff war und immer noch dieser Ofen dort immer noch feuerte, was seltsam ist, weil wie soll das sein? Irgendwann ist es halt alle das Zeug. Ich fände es sogar sinnvoller. Ich finde die Idee sogar sinnvoller, dass es eine Zeitschleife war. Und zwar, was das unsere Erinnerung mit uns machte. Wie folgt. Das klappt nicht hundertprozentig, das weiß ich selber, aber hört es euch nochmal an. Was ist, wenn wir die Leute umgebracht haben, der Doktor verbrannt haben und wir sind ins Wasser gesprungen. Unser Geisteszustand wollte aber nicht, dass wir sterben.
wollte, dass wir das Boot nutzen. Vielleicht sind wir ins Wasser gesprungen, weil wir Scham hatten vor dem, was wir getan haben. Was weiß ich als Kind. Wir sind ins Wasser gesprungen. Das Schiff hat uns wieder gerettet. Gerettet in dem Sinne, dass wir wieder reingeklettert sind. Wir haben das Ganze nochmal durchlebt. Vielleicht ein, zweimal in Art und Weise des Kindes. Und irgendwann hat das Schiff festgelegt, vielleicht sollten wir es als Erwachsener durchleben. Vielleicht ist es für uns sinnvoller, das Ganze von der anderen Seite aufzuziehen. Vielleicht hat uns das Schiff auch getäuscht, dass wir denken, dass alles hier alt ist, dass die Leichen schon ewig rumliegen. Weil das würde wiederum erklären, warum der Ofen immer noch brennt. Und das Ganze wurde, weiß ich nicht, wie oft durchgezogen. Gut, da wäre irgendwo die Frage, was haben wir gegessen, was haben wir getrunken, damit wir am Leben erhalten werden über eine gewisse Zeitspanne. Ich weiß nicht, ob der Triage oder Triage, glaube ich, heißt das, der Film, wo auch alles hier mehrfach passiert und die Leute sich immer wieder selbst umbringen, weil das die bösen Abbilder sind. Also, es ist extrem löchrig, wie hier die Handlungserzählung ist, meines Erachtens. Vor allem mit dem großen Zufall, dass wir genau dort wieder ankommen. Ich könnte mir eben diese Zeitschleifen-Thematik auch vorstellen, weil damit sind wir mit diesem Zufall mit dem Schiff außerhalb weg und der Ofen brennt noch. Und dann, wenn wir im Schiff sind, stellen wir fest, wir sind Beiboot, wir sind doch nur ein Kind. Vielleicht irgendwie sowas. Wäre eine würdige Endszene gewesen. Wenn wir uns nicht entschieden hätten, wären wir bestimmt explodiert hier, nehme ich an. Ich würde, nachdem ich jetzt die Aufnahme gleich abbreche, nochmal das durchspielen. Wenn es was Neues wird, würde ich nochmal kurz das anschalten. Okay, kurz zum Spiel. Spielzeit, muss ich aber mal kurz gucken. 6 Stunden bei mir, also ungefähr 12 Folgen werden das. Nett von der Thematik her. Mir gefallen auch ein paar Kamerawinkel, auch wenn mich die Kamera manchmal ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat. Es war relativ dunkel gehalten. Also hier bin ich ja fast davon überzeugt, dass man doch manchmal dieses Anzeige der Interaktionsmöglichkeiten, dieses Point of Interest einblendet, weil sonst es schwierig ist, das alles zu entdecken. Die Rätsel waren größtenteils eigentlich nicht so schwierig, außer dass sie einfach unverständlich an ein, zwei Stellen waren, wie mit der Karte. Das hat mich ja zu Weißdruck getrieben. Was diese Uhr jetzt genau sollte, weiß ich auch nicht, von der Schale. Ich dachte, das Tor zur Hölle, Tor zum Himmel, das wäre noch ein bisschen was anderes, außer gute, böse Charaktere darzustellen. Sprachausgabe ist sehr gut gewesen, zumindest von Hauptakteuren, der Bruder, na gut. Viele Charaktermodelle haben sie ja nie gemacht, das haben sie César, den Captain. Ne, haben sie überhaupt einen Captain gehabt? Haben wir einen Captain gesehen eigentlich? Wir haben den Doktor gesehen? Haben wir César gesehen? Nö. Also wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir den Kapitän nur gehört. Das sparen sich schon mal Charaktermodelle, ist immer gut. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich hätte jetzt nicht, leider glaube ich, nicht so eine hohe Metakritik gegeben. Dafür ist die Story am Ende zu löchrig irgendwie. Und ist auch ein bisschen kurz, erstaunlicherweise. Also wir haben zweimal Fiona Flashbacks. Man könnte auch sagen, das sind 5 Kapitel. Anna, Fiona, Anna, Fiona, Anna. Die letzten beiden sind extrem kurz. Ein paar Rätsel noch so. Das durch großen Zufall, zum Beispiel eben mit diesem Haken, das zur Seite geht, automatisch das Schiff mit aufnimmt. Und es passt halt irgendwie nicht, dass ein paar Sachen so total zerfallen sind. Ein paar sind auch noch intakt oder kaum angefressen. Die Leichen sind mumifiziert und ohne Kleidung. Die haben sich doch nicht nackt reingelegt. Oder haben wir die nackt dort rein? Nee. Mit dieser Karte war auch seltsam, dass überhaupt dieser Seeweg angeblich dem entspricht. Also nicht ganz logisch leider am Ende. Aber trotzdem kein schlechtes Point-and-Click-Spiel. Nö, kann man sich schon mal anschauen. Die Musik finde ich ganz schön und es gab nicht wirklich extreme Jumpscares. Das ist auch angenehm. Das ist immer so ein bisschen die Atmosphäre. Gleich wird was passieren. Was passiert eigentlich am Ende? Die Leichen mal dann Dampfrohr, sonst passiert nichts. Gibt's irgendwie noch was Nettes? Nö. Gut, dann würde ich sagen, beende ich mal die Aufnahme.
Ich schau mal schnell durch, ob ich noch einen neutralen Weg finde, wo das Schiff explodiert. Das könnte ich mir auch vorstellen als Ende. Man hätte das diese natürlich eine Endsequenz irgendwie ausbauen können, andere Zeitungseinträge oder irgend sowas. Aber gut, so ist das Ganze gelaufen. Vielleicht ein bisschen negatives Point-Click-Adventure, aber hat schon Spaß gemacht, mal zu spielen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir schauen mal, was als nächstes auf meinem Kanal für ein Adventure kommt. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss. Ich weiß nicht, ob du real bist. Cetanol, es müssen die Dämpfer aus den Fässern sein, die das mit dir machen. Ja, wir haben wieder keinen Tod. Komm zur Vernunft, bevor uns das Schiff um die Ohren fliegt. Komm zur Vernunft. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht helfen. Du musst mir helfen, konzentriere dich und sei stark. Ich habe dir schon einmal den Weg gezeigt, sagte Bruder. Anna, hör mir zu, das ist alles real. So schön, dass die Schriftarten jeweils zwei verschieden sind. Und der Bruder und Lex auch das Gleiche. Ich wünsche, wir würden uns das alles hier nicht einbilden. Glaub mir, das ist eine große Gefahr. So. Ich werde auslöschen mit diesem Revolver. Ich existiere nicht. Wer hat dir deinen Revolver überhaupt gegeben? Denk doch mal nach. Genau das ist das Problem. Doch sehr. Du kannst mich nicht von meiner Entscheidung abbringen. Das nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben. Na los, worauf wartest du? Haben wir da noch einen Schuss? Also wir haben natürlich keinen Ton. Blitzt da wenigstens mal was auf. Bam. Boah. Okay. Das ist ja wie bei Supernatural, da spritzt ja an die Wand. Ansonsten die Grafik war okay, ja, also wir wollen uns nicht beschweren für 2000, was ich gesagt, 10. Sah okay aus. Konnte man spielen. Gut, damit wäre es endgültig gewesen. Euer Landetor. Tschüss.